Ein wunderschönes Hallo beim, wie heißt das nochmal, Construction Simulator, der Bausimulator 2015. Nach 15 Stunden, das ist tatsächlich passend, hat Phase es geschafft, Rohre abzulegen. Ja, das war halt alles nicht so einfach, ne? Jetzt können wir nämlich beide wieder Happe ansprechen. Das ist, ja, auf zum Kieswerk. Lief doch ganz prima, ja genau, die Rohre sind abgeladen und die Jungs können jetzt hier weitermachen. Welche Jungs? Während ich die Fahrzeuge zurück zum Firmengelände bringe, wär's gut, wenn du in der Zwischenzeit den Schuttcontainer da drüben zum Kieswerk bringst. Ich dachte gerade, das wäre Englisch, irgendwie Shutdown Container Construction. Aber dafür brauche ich den grünen Absetzkipper, oder? Ja, der steht bei uns auf dem Firmengelände. Musst dir ein Taxi rufen, um da hinzufahren, oder? Wenn du keine Lust hast, rüber zu leiten, tatsächlich kannst du dir auch ein Taxi nehmen. Verwende dazu den Knopf mit dem LKW oben links und wähle dann das entsprechende Fahrzeug aus. Nee, es ist halt nicht so, dass du einfach dein Telefon zückst und anrufst. Nee, Knopf oben links. Das bringt dich direkt hin. Okay, super. Ich werde das multifunktionale Interface in meinem, meinem Arbeitskasten nehmen und mir damit virtuell ein Taxi rufen, was mich rüber zum Firmengelände beamt. Wenn du den Container abgeliefert hast, dann treffen wir uns auf dem Firmengelände. Also dann mal los. Was soll ich jetzt machen? Hä? Soll ich jetzt mit dem Taxi zum Firmengelände fahren oder einen Container abliefern? Eigentlich hast du noch Text, einfach bis gleich. Naja. Bis gleich. Ja, genau. Achso, Entschuldigung. Okay. Vor allem, ne, das ist da drüben. Man sieht's von hier aus, da ganz hinten am Horizont. Ich glaube, wir müssen uns echt ein Taxi rufen, oder? Ja, glaube ich auch. Ich mach also, ich meine. Halt echt mal. Andernfalls ist ja, ja. Wo war das jetzt? So. Hier. Genau da. Zurück zum Firmengelände. Möchtest du wirklich auf dein Firmengelände zurückkehren? Nee, wer möchte das schon? Ja. Also, bist du auf den LKW gegangen? Nee, oben auf diesem Google-Zeichen, auf dieser Google-Sitzmarke. Ja, ja. Ja, er hat doch gesagt, dass er auf den LKW klickt. Das ist doch wurscht. Was gesagt wird und was Tatsache ist, das sind immer zwei unterschiedliche Sachen. Du solltest ja auch Abflussrohre zum Bauhof bringen, ne? Also, das ist, also. Ja. Ja, geil. So, ja. Ich bin hier. So. Schön. Ein grüner LKW auch. Ja. Auf geht's. Und jetzt? Hole nun den Container auf der Baustelle ab und bringe ihn zum Kieswerk. Wow. Hey, mit einem Schlag sind die anderen Autos wieder da. Hä, bei mir nicht. Ja, ja doch, ich steige den Container ein, auf einmal steht hier der Pritschenwagen, so, wieder der jetzt Anhänger, ja, der Bagger, ja, doch, ja, genau. So, schön. Harper halt mal wieder mit seinen Magic Skills. Ja, der hat's einfach drauf. Der hat sich auch wahrscheinlich eben die Jungs da eben noch schnell hingeklont, von denen er eben gesprochen. Ja, das waren so Umpa-Lumpas hier. Gemeint haben. Da bist du ja! Ich parke den Abseitskipper schnell an der richtigen Position. Und der Text ist weg und schwarz. Ach so! Ausleger aufnehmen kannst, dann geht's ab zum Kieswerk. Was, das dürfen wir jetzt nicht machen. Jetzt bist du dran. Nee, ich. Ach toll. Ach so, ja, was? Ach so. Wie funktioniert das jetzt hier? Lade den Ausleger bla 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 auf. Da war kurz auch eine Sache, wie man das machen kann, aber da war es auch schon wieder weg. Ich vermute mal irgendwas mit Tab und das ist dann die wichtigste Taste hier. Tab, ne? Achso, müssen wir einfach nur C? Nee. Nee, was müssen wir machen? Erstmal Stützen aus und einfahren. Ah, das ach ja, kann doch, sein. Die Pfeiltasten. Und ich war der erste. Oh, die Pfeiltasten ausgefahren. Die Pfeiltasten ausgefahren? Ja, genau. Die kommen bei mir raus an meiner Tastatur. Nee, du musst mit rauf und runter auf den Pfeiltasten kannst du die Arme rüberbringen. Ach so! Ah ja. Ja, ja. So rum. Ja. Ganz simpel. Ich verstehe es nämlich auch nicht, weil normalerweise hat das Ding noch Stützen, die man ausfahren kann, aber das war jetzt alles nicht so wichtig. Na, das habe ich tatsächlich schon gemacht. Ich habe mal wieder vorgearbeitet. Ja, toll. So, ich glaube, das ist so in Ordnung, ne? So, ja, ich glaube auch. Ich habe das Ding jetzt drauf. Jetzt kann ich wohl losfahren. Hoffe ich doch. Ich habe das ohne Stützen gemacht. Ich bin Profi.
Ich mach's mit Stützen, weil es halt ein leerer Container ist. Okay, ja cool, dann auf zum Kieswerk. Ja, hoffentlich bleibt der Container auf dem LKW. Weg da, ich hab hier schwere Laden. Ach Mann, ey. Oh, erst war das ja. Die Stadtvernetzung. Ach stimmt, ja. Ach ja, hier, mit so einem komischen Container, der immer wieder komisch ins Bild glitscht, einfach mal eine schöne Ausfahrt zum Kieswerk. Das ist doch was. Bei mir glitscht der nicht so rum. Ja, ich hab den halt aufgeladen. Boah, ey, die Steuerung ist eine Suppe, das ist doch Wahnsinn. Da ploppen Bäume auf, was bist du da? Kann man hier eine Abkürzung nehmen? Doch, genau. Oh, ja, nee, der Strauch war im Weg. Ja, Betonsträucher, man kennt sie ja. So, jetzt hier. Alter, wie schnell wir sind. 56 km/h. Ich glaube, es war 80. Ja, wir haben tatsächlich eine Anzeige. Ich bin nur. Ich frage mich auch, was der grüne Kreis das sein soll. Das ist wahrscheinlich die Entfernung, ja, nicht der Schaden. Oh, ey, der ist mir voll reingefahren. Was soll das denn? Warte. Nee, der grüne ist einfach der Teil bis zur Maximalgeschwindigkeit. Wahrscheinlich, aber wenn ich stehe, geht er mich runter, ja. Oh, hier geht's auch bergauf. Wow. Ja. Ja, Kieswerk. Oh, da hinten kommt's. Kieswerk ist ein zentraler Anlaufpunkt, hier erhältst du so gut. Warte. Auf Frischbeton. Warte, wenn ich da bin, kannst du noch. Was ist hier mit der Kamera los? Was passiert hier? Ich hab doch nur gehupt. Darf ich nicht. Alter, was ist? Als wenn du es bis hierher schaffst, können wir ja weitermachen. Ja, ich bin da. Ich musste nur noch die Kamera justieren, dadurch, dass ich hier irgendwo gegenfahre. Ah, Ort entdeckt. Möchtest du vorlesen? Ja, das Kieswerk ist ein zentraler Anlaufpunkt. Hier erhältst du sowohl Schildgut als auch Frischbeton zum Füllen des Betonmischers. Ich bin aber hier im Container. Egal. Darüber hinaus kannst du auch Erdaushub oder Bauschutt dort abgeben. Ich habe aber einen leeren Container. Das Gelände des Kieswerks ist recht weitläufig. Die verschiedenen Bereiche zum Beladen sind weiß. Die Abladeplätze gelb markiert. Aber du fragst den Mitarbeiter vor Ort. Oder du fragst den Mitarbeiter vor Ort. Irgendwie alles nicht so richtig. Ich will keinen Beton, ich will nur einen leeren Container. Egal. Okay, so. Ich soll hier meinen Ausleger ausfahren. Gleich am Anfang. Passt nämlich hier nicht rein. Die wollen erst mal meine Ausleger. Achso. Hä? Achso. Ja, doch nicht. Ich wollte mich jetzt nochmal gerade hinstellen, aber das war. Ja. Ach nee, hier rechts ist so eine riesen gelb markierte Fläche. Da muss man dann. Ah, ja. Mein Ausleger ist ja echt ein Türöffner, merke ich. So, komm, rückwärts. Vorwärts. Alter, wie schlecht. Also wirklich, ich meine, so einen schlechten Wendekreis hat doch wirklich kein Auto. Ich meine, das ist schon ziemlich realistisch, muss man sagen hier. Aber das ist wirklich kacke. So, erst die Stützen ausfahren. Nein. Doch, Vorschrift. Was soll ich jetzt hier machen? Container abladen, ne? So, keine Ahnung, ich mach's einfach mal. Ja, ich auch. Es wird dir nichts angesagt, ne? Ah, doch, tatsächlich muss man das. Ja, schön. Sehr gut. Fahre den Ausleger wieder ein und dann komm zurück. Wieso ist er? Zurück zum Firmengelände. Wenn du keine Lust hast, selbst zu fahren, verwende die Transportfunktion in der oberen linken Ecke, die ich magisch dahin platziert habe. Damit kannst du deine. Oh, ich bin schon wieder weg. Ja, bei mir ist auch. Aber wie kann man denn hier. Oh, wie kann ich das Ding wieder abkoppeln? Mann. Ich möchte es erstmal wieder ankoppeln. Ah, jetzt. Sehe doch, oder nicht? Nee, Leertaste. Aha. Ja, jetzt ist der grüne Ball auch drin. Aber warum? Das Ding ist leer. Ich verstehe es auch nicht. Wir haben jetzt einen leeren Container hier hingebracht, da wo man normalerweise volle Container abholt. Okay, ich würde jetzt voll gezaubert und fertig. Nee, wir sollen tatsächlich ja nur dieses Ding da hinten. Wir sollten ja gar nichts aufladen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, warum kriegen wir den leeren Container irgendwo hin? Das ist uns gehört. Ja, genau. Hier habt dann wieder. Aber können wir den jetzt. Wandvoll. Eigentlich können wir den ja wieder mitnehmen, oder? Merkt ja keiner, oder wie? Ich nehme den mit. Ist ich lassen da. Ich nehme den mit.
es wurde nicht gesagt, dass ich den hier lassen soll. Ich sollte nur hinfahren. Ob ich ihn wieder mitnehme, ist jetzt meine Sache. Ja, die habt dann mal gesehen. Ich nehme den jetzt mit. Ich meine... Soll ich ihn auch mitnehmen oder was meinst du? Mir ist es wurscht. Ich habe jetzt einen schönen... Wie heißt das Ding nochmal? Container? Ja, Container, genau. Der Absatzkipper. Kann man... Ich sollte die Stützen wieder fahren, glaube ich. Was ich sagen wollte, den Gabelstapler. Mhm. Hast du den zurückgegeben? Nö. Ich eben nämlich auch nicht. Das heißt, der gehört mir auch noch. Da läuft immer noch Leihgebühr drauf. Du kannst nicht Alter. Schneller fahren? Warum denn nicht? Ich würde gerade einen Frontal zusammenstoß. Kann ich jetzt schneller fahren? Oh, ich möchte hier nur raus. Och, jetzt hier. Endlich! Hoppala! Ja, aber da fahren wir noch schnell zurück, oder? Dann kann man noch die Landschaft ein begutachten. Oh. Nein, nein, was macht er denn? Oh. Ja, die Landschaft begutachten. Ja, hab ich auch gerade. Ich hab gerade so einen Frontalzusammenstoß mit so einem Betonstrauch, der gab. Betonsträuche, das. Ja, die kommen auch nur hier vor, im Wolfsheim. Ja. Wölfsheim, da stand sogar noch was davon, da war das Wort schon nicht mal lesen. Sobald das Auto auch rückwärts schon fahren kann. Ja. So. Ach, das ist so schön animiert hier, dieser Knubbel. Ja. Wölfsheim, nächster Ort ist Fuchsberg. Ah ja. Die Gemeinde heißt. Okay. Es ist Leitplanke. Da soll man sich nicht anlegen. Das ist alles kein Problem, hat super funktioniert. Der Gabelstapler steht auch immer noch beim Bauhof, so blöd wie ich den hingestellt habe. Ah ja. Der bin ich aufgeräumt. Oh so. Mann, ey, die Steuerung ist. Ja, man hat das Gefühl, man drückt gleich die Tasten komplett durch die Schreibtischplatte, ja. Ne, weil man echt denkt: Alter, es kann ja nicht sein, dass er so träge und langsam reagiert. Während der Fahrt kann ich hier leider nicht steuern. Kann ich die Stütze rausmachen? Ja, aber während der Fahrt die Stütze rausmachen geht. Jawohl, das sind zusätzliche Bremsplätze. Ja, sind sie tatsächlich. So, ich bin schon angekommen, darf jetzt das Fahrzeug einparken. Mein Gabelstopper steht tatsächlich auch, wo ich zurückgelassen habe. Wahrscheinlich läuft immer noch Leihgebühr drauf. Nee, die ist ja gratis. Ja, das ist keine Leihgebühr. Achso. Also ich habe keine bezahlt. Da bist du ja, stell das Fahrzeug ab und komm mal rüber zu mir. Ich hab's abgestellt. Da schreit er hier über den ganzen Hof, weißt du? Da fahren wir hier mit dem Sattelschlepper an. Ey, komm mal her! Oh Mann. So, bist du auch zurück? Ja, ich fange gerade das Gespräch mit Harpe. Ja. Aber ja, du also, bist dran. Sobald du dabei bist, ich bin dran. Mhm. Hallo Harpe, da bin ich wieder. Ganz schön anstrengend, so ein Tag auf dem Bau. Ich kann gar nicht lesen, ich so. Oh ja. Mann, dabei hast du ja erst die ersten Maschinen kennengelernt. Aber ich denke, die Grundlagen hast du jetzt drauf. Das heißt, ab jetzt kannst du auch selbstständig Aufträge durchführen und anfangen, Geld zu verdienen, damit du das Unternehmen ausbauen kannst. Wer möchte? Juhu, das heißt, ich kann endlich Multiplayer spielen. Ja, scheinbar. Na, dann geht's jetzt mal ja richtig los. Ich freue mich drauf. Denk dran, wenn du einen aktiven Auftrag hast, dann werden die Aufgaben rechts aufgelistet. Wenn du die einzelnen Aufgaben anklickst, dann sage ich dir nochmal kurz, was zu tun ist. Oder du schaust ins Auftragsmenü und informierst dich dort. Oder du googelst halt, was du tun sollst. Von Zeit zu Zeit melde ich mich bei dir und weise dich auf Neuigkeiten oder interessante Entwicklungen oder Sonderangebote hin. Ich habe noch was zu erledigen. Wir sehen uns später. Ich muss nämlich noch den ganzen Tag hier doof rumstehen, wie ich sonst auch die ganze Zeit mache. Also den neuen Kassette ins Ohr drücken, über was du alles nicht machen könntest. Ja. Du bist ran. Ja, ja, dann mache ich mich mal an die Arbeit und schaue gleich mal im Menü rechts im Fenster nach neuen Aufgaben. Die Karte bitte, Herr Ober.
Ja. Oh, ja, hier, Auftragsabrechnung. Oh, ja, Jo. toll. Ah, Abschnitt 1 und 2 haben wir für lau gemacht, wie es halt immer so ist, ne? Ja, wie das ist, ja, Ja. klar. Abschnitt Das 3 war hat es dann. dann 750 Kritzel gegeben und dann, Ja. ja, doch, insgesamt 5.350 Kritzel Ja, und ich 100 auch. XP. Ich weiß ja nicht, wie viel du hast. Ja. Oh. Wow. Neue Erfahrungsstufe. Unerfahrener Auszubildender. Ja! Das ist schon eine Erfahrung, ne? Geil! Man kann unerfahren nicht buchstabieren ohne erfahren. Oh Mann. Ja, Abschnitt abgeschlossen. Das ist wunderbar. Ja, toll. Und jetzt sind wir endlich frei. Ich Dürfen wir uns glaube endlich schon. sehen. Ja. Abschnitt abgeschlossen. Abschnitt Jetzt rasseln abgeschlossen. hier nur so die XP Wir und kriegen hier. hier satt die Kohle. Zwar nicht fürs Mensch. Arbeiten, aber dafür, dass wir hier Abschnitte abgeschlossen haben. Ich kann mir ein neues Fahrzeug leisten. Ja, ist okay, habe ich. Ich stelle mich erstmal auf die Straße. Wo ist der noch bei dir? Ach, da, jetzt schwitzt er wieder. Wie ein Geist schwebt er über mir. Toll. Menü Ab ist öffnen. einfach überall. Ja, probiere ich auch mal. Oh je. Ah Wo ist ja, das Menü? online. Warte mal. Hey, nein, wo ist das Menü? Online spielen. Da kannst du, glaube ich, also im Menü, ne, ganz einfach hier Escape oder sonst was, Ah, dann da. online, da kannst du vielleicht eins aufmachen und dann könnte ich beitreten. Ich kann das erstmal benennen, ja. Ja, genau. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn du das machst, dann, wie gesagt, Faser hat einfach die bessere Leitung bei uns. Ich glaube, das ist sinnvoll, wenn er das macht. Und ich muss dann gleich mal einloggen oder so. Ich glaube, das wird jetzt tatsächlich wieder technisch und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir eingeloggt haben, oder? Ja. Ja. Also, bis gleich. Der Ton. Ja, da sind wir. Es scheint zu klappen. Hilfsarbeiter, du hast an einem Online-Spiel als Hilfsarbeiter teilgenommen. 100 XP. Was kriegst du? Was kriegst du? Ja, 100 XP. Ja, ich habe 10.000 Ja, bekommen. der kriegt halt einfach Phase 2.0. Ja, 1.0 hat ja nicht geklappt. Ich muss ein neues Profil Achso. erstellen. Oh, wie doof. Ja, genau, der Typ kriegt halt einfach mal 10.000 dafür, dass er halt ein Online-Spiel hostet. Das wunderbar. Ja, und ich habe Na immer. dann. Ach, Ja. tatsächlich. Also, ich bin jetzt ganz normal mit meinem Profil hier, mit meinen 56.000 halt auch. Ja, Das ist ja interessant. 64.950 in meinem Fall. Ja, genau. Ja, ach du. Ja, dann sag mal, Ja. was wir hier machen sollen. Ja, sag mal an, dass es losgeht, hä? Oder? Nee, wir sind ja noch drin in Wir der sind einen, ne? voll dabei, du. Das ist ja. Ja, toll, cool. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert. Dann, da habe ich dich eingeladen habe, da ich mehr Geld auf der Kante habe, bin ich jetzt hier auch der Obermeier. Du bist ja auch hier der Hilfstypi mit der Weste und ich bin ja schon Version 2.0 vom Genau. interaktiven Interface-Schnittstellen nutzenden Mitarbeiter. Genau, ich bin nur Arbeiter. Hilfsarbeiter. Das ist Ja, voll das ist okay. genau. Ja. Da blinkt ein Kästchen bei mir auf der Map. Was soll ich denn machen? Aha, Ich habe keine nichts. Ahnung. Also an sich müsstest du jetzt Aufträge annehmen. Ja, ich gehe mal unten auf die Krone. Krone? Aufträge. Hat? Ah, ja. Ja. Ich setze mir meine Krone auf. Ich bin ja Komm, nicht nur Chef, sondern auch König von diesem Dorf. Genau. Gartenbau wäre die erste Aufgabe. Gibt. Ja, auf geht's. Nee, ich glaube, wir machen erstmal. Ey, halt! Auto, dann machen wir Containertransport. Dann machen wir was Kleines für den Anfang. Okay. Besorge ein Schutt. Schutt. Alter! Ja, bitte was? Warte mal. Oh. Oh, Ja. besorge einmal Schuttcontainer vom Hafen und transportiere die Ladung. Alter. Und da ist der Text auch schon wieder weg. In dem markierten Reich Kieswerk. Warum Ja, bin ich dann. im Container? Ah. Hä? Hallo? Der mit dem Pritschenwagen doch wohl, oder? Nein. Schuttcontainer. Oh, achso, ja, stimmt. Du Das ist ja okay. Dappes. So, da fahre ich wohl besser. Ich bin als Passagier eingeführt. Das ist ja jetzt spannend, ne? Ja. Ich kann auch nicht hupen. Auf Ich kann welchen hier Knopf kann man denn Actioncam. hupen? Wie fährst du denn? Der grünen Leitlinie nach. Ich komme auf die Minimap. Bei mir geht's Hallo? ja anders. Willst du mich jetzt verarschen? Nee, tatsächlich. Also jetzt ist er umgesprungen auch auf deine Route, vermutlich. Bei mir geht's jetzt rechts.
Hier geht's jetzt links. Links? Ja, hier geradeaus. Was ist denn da verkehrt? Nee, du fährst falsch. Das absichtlich implementieren, weißt du? Du hast keine Ahnung, wo du lang fährst. Mit dir fahr ich nie wieder auf Montage. Oder auf Bau. Boah, tolle Akustik hier drin, wow. Aber das ist tatsächlich cool, dass wir das mitgenommen haben. Das überrascht mich ein bisschen. Ja. Nee, ich kann auch. Wo ist die Hupe? Ich will meinen Tunnel hupen. Ah, für Hupe. Ach so. Ja, super. Kann ich irgendwie das Blinklicht anmachen? Das weiß ich nicht. Mal Fragezeichen fragen. Bei mir gibt's überhaupt nichts. Ich hab keine Steuerung, kein gar nichts. Du hast doch nicht mal mir das Fragezeichen zum Anzeigen lassen? Nee. Nix. Ich hab hier auch nichts zu tun. Ach so, das ist ja spannend. Ja, ne? Keine Ahnung, wo das Schalten ist mir. Probier mal B wie Blinklicht. Oder P wie Blinklicht? Gibt's hier einen Chat? Das ist mir egal. Ah, je. Kannst du die Bildzeitung lesen nebenbei? Genau. Oder die Folge beenden. Oh, genau. Jetzt, ja. Also es scheint tatsächlich zu funktionieren. Ich bin sehr überrascht, auch ohne größere Probleme. Wir müssen rechts ab, Mensch. Nein, ich muss geradeaus und dann links. Nee, keine Ahnung. Der fährt ja erstmal durchs Maisfeld, genau. Naja, also ich glaube. Box das Ding weg. Ich will ja einfach noch gemütlich die Folge beenden und er. Nee, also ich weiß gar nicht, wie lange wir noch zu fahren haben, weil bei mir fahren wir vollkommen falsch eigentlich. Bei mir vollkommen richtig. Das ist echt komisch. Aber naja, die Auftrag, der ist der Chef, ne? Der weiß schon Bescheid. Ich weiß, wo es lang geht, jawohl, ja. Und genau da. Ja. Es gibt keine Zeugen, ihr habt keiner gesehen. Nee. Der sieht sowieso nichts mehr hier. Ja. Aber gut, das ist schön, dass du angehalten hast, damit wir die Folge beenden können, damit noch nichts verloren geht. Also, wir gucken, wie wir hier wieder rausbekommen. Erfolgreiche Schale? 60 Minuten gebuckelt? Was? Spiele eine Stunde, 5000. Ja, schön. Gut, ja, danke. Super, hast du das gemacht. Gerne, ja, voll. Ein Murks wieder. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaon.